Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grim Dawn. So, wir haben die Tore der Nekropolis betreten. Und ich dachte erst, das ist dieses Rift-Gate, was wir sichern sollen. Aber das ist es noch gar nicht, sondern es befindet sich noch ein weiteres Rift hier tief im Inneren. Und wenn wir mal so auf diese Weltkarte mit raufschauen, hier sind die Tore der Nekropolis, haben wir es nicht mehr weit. Wir haben hier noch ein Grab der Wächter und die Bastion des Chaos. Und dann sind wir durch. Dann sind wir durch. Zumindest was den ersten Teil betrifft. Ja? Jo. Und ich hoffe, dass wir, bevor wir auf den Endgegner treffen, hier vielleicht noch die Stufe 50 erreichen. Die Chancen stehen ganz gut. Wir haben fast Stufe 49 erreicht. Und mal gucken hier, wir haben noch 3 Punkte. Wir haben noch 3 Punkte übrig. Die würde ich gerne nochmal vergeben. So, ich muss mal schauen, nochmal einen Überblick verschaffen, wo wir diese Punkte mit reinstecken können. Wir müssen jetzt ja ein bisschen vorsichtig sein. Also irgendwas Neues würde ich jetzt nicht mehr machen. Ich würde einfach die vorhandenen Fähigkeiten stärker machen, ausbauen. Ja, die Frage ist nur, welches? Was hatten wir denn hier? Achso, hier hatten wir die tödliche Zielgenauigkeit, kritischer Schlag. Dann hatten wir hier, das wäre natürlich nochmal toll, wir reservieren dann nur etwas mehr Energie, wenn wir unseren Feuerschaden hier erhöhen und den Verbrennungsschaden. Das ist also eine offensive Fähigkeit. Wir können natürlich auch auf den Sprengmeister wechseln und den noch weiter mit ausbauen. Inquisitor haben wir ja bis zum Ende gebracht, was die Attribute betrifft, aber bei den Sprengmeister haben wir noch ein bisschen Luft. Und dann könnten wir unseren Mörser nochmal verbessern. Allerdings, das schaffen wir nicht mehr, weil wir brauchen noch zusätzliche 18 Punkte dafür und das kriegen wir nicht mehr mit hin. Wir können auch, muss ich mal gucken, hier auf defensiv ein bisschen mitgehen. Wir können zwar hier auch Schaden, eine Gesundheitsregeneration. Ist das eine Wahrscheinlichkeit? Das steht jetzt hier gar nicht so mit fest, aber wir würden die Gesamtgeschwindigkeit erhöhen. Doch, das machen wir. Was ist das? Vergeltung. Vergeltungsschaden. Blitz- und Stromschlagschaden. Feuerschaden auch. Also das ist hier eher offensiv. Das ist eher defensiv. Dann würde ich doch eher mal so ein bisschen auf Defensive gehen. Man weiß ja nie, was passiert. So. So, dann erforschen wir mal den quasi fast letzten Part. Ne? So. Hier gibt es bestimmt auch noch irgendwelche verborgenen Gänge. Ja. Umsetzung der Nekropolis. Ja, lese ich nicht vor. Ein bisschen ranzoomen. Lese ich nicht vor. Entweder wisst ihr das ja schon oder. Ihr könnt es selber ausprobieren und dann nachlesen. So. Die Texte, die sind doch etwas zu lang. Was ist denn das hier? Das ist doch hier. Seht ihr das? Das hier. Nee. Kommen wir nicht weiter. So, hier war noch eine kleine Schatulle. Einige Orks rum. Oh. Wen haben wir denn da? Da ist er.
Na, dann gehen wir mal schnell. So, Leichenstaub. Vom Himmel gefallene bedrohlicher Howard, der Hofda. Hoda, eine Hoda. Der Bereitwilligkeit. Was für ein Name, oder? So, wir gehen mal hier in die Ecke. Naja, also. So, eigentlich haben wir ja eher so eine Art 0815 Held, oder? Der von jedem etwas hat. Zumindest ein bisschen. So. Aber offensiv geht. Offensiv geht, von daher denke ich, nehmen wir dann wirklich die verbliebenen Punkte. Oder die noch zukünftig zu verteilenden Punkte bis Stufe 50, um die in die Defensivfähigkeiten zu investieren. So, hier unten die zweite. Ja, in diesem Let's Play werden wir natürlich versuchen, alles zu entdecken. So. So, hier geht's nicht weiter, das war's. Ja, irgendwas Geheimnis ist ja auch nicht. Also könnte natürlich sein, aber vielleicht finde ich es nicht. Okay, ein paar ätherische. So, warten wir, bis er sich hier regeneriert. Okay. Tja, hier denke ich mal, geht's nicht weiter. Kommen wir hier rüber? Ja, aber auch nicht weiter, oder? Hier ist nichts, oder? Okay, da geht's gleich hoch. Okay, gehen wir mal hier hoch. So, okay. Haben wir hier noch ein bisschen mehr? Leute, was ist hier? Ach nee, hier ist nichts, ne? Ne, da ist nichts. Ja. Ups. Dann gehen wir erstmal hier runter. Ätherkristall. Na, den können wir jetzt hier mitnehmen. Ja? Aber davon haben wir genug. Ne? Ich zoome mal ein bisschen raus. Wir gehen mal hier die Treppe wieder runter. Hier nach links.
öffnen hier? Nee. Hier treiben sich allerlei rum, ja. Auch hier die Chthonischen. Obwohl die sich ja gegenseitig ja bekämpfen. Oh, da waren wir schon, aber hier drüben noch nicht. Doch, hier waren wir doch schon, oder? So, also ihr seht schon, das ist relativ groß. Jetzt ist natürlich ja auch noch ein bisschen was, aber das lassen wir jetzt. Huch, nicht zu nah ran. So. Dann hier lang. So, wir haben gleich die Stufe. Oh. Rand. Okay. Oh! Ein verfluchter Schmied. Ich weiß gar nicht, ob wir bei ihm etwas Besonderes herstellen können, was die anderen Schmiede nicht können. Trotz ein Einhandstreitkolben. Eigentlich nicht, oder? Ist eigentlich genau das Gleiche. Also wir haben hier Einhand-Fernkampfwaffen. Lebenskraftschaden, Feuerschaden, eine Schrapnellpistole. Wir brauchen da Stufe 62 für. Und für die andere Lebenskraftschaden machen wir nicht. Ein Handmörser. 32 bis 46 Feuerschaden. Ja, das ist natürlich schon. Ja, die haben, da haben wir gar nichts drauf, so wie ich das gerade sehe. Hier haben wir gar nichts drauf. Aber wir haben immer noch, seht ihr, wir haben immer noch die alte Waffe. 16 bis 24 Feuerschaden. Und der Handmörser, der hat ja 32 bis 46 Feuerschaden und hat hier nochmal eine 10%ige Chance, einen Feuerball zu... Ja, den hat der auch hier, ne? Handmörser. Der ist eigentlich viel besser als der hier. Hat die gleichen Eigenschaften oder hat ähnliche Eigenschaften, ist aber besser, ne? Was fehlt uns da? Ein Feuersteinkernbolzen fehlt uns. So, ein Feuersteinkernbolzen. Der hier, ne? So, okay, den haben wir jetzt uns einfach mal geholt. Und dann nehme ich das mal hier wieder raus und dann gehe ich mal wieder auf diese Waffe. Handmörser, Hexenjäger brauchen wir nicht als Chaosschaden. Es ist schick, wenn wir was mit Feuerschaden haben. So, jetzt haben wir diese Waffe da. Das ist diese hier. Handmörser der Leere. So, wir haben hier eine versengende Glut drauf. So, also auf jeden Fall haben wir, wenn wir das mit Nähepand ausrüsten, nee, wir packen das mal auf die Haupthand drauf. Ich schaue hier bloß nochmal nach links und rechts. Na okay, dass der physische Schaden in Feuerschaden umgewandelt wird, das haben wir nicht.
Aber Angriffsgeschwindigkeit erhöht die Energieregeneration aber noch. Ja. Okay, der Feuerball, der ist mit drauf. Der ist auf jeden Fall besser, weil den aktuellen Feuerball, der bringt 416 bis 704 Feuerschaden, während der bei 775 anfängt und bei 1303 endet. Ich denke mir mal, wir sollten hier noch die versengende Glut mit raufpacken. Die wäre eigentlich nicht schlecht, weil das auch alles was mit Feuer zu tun hat. Das machen wir mal schnell. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, diese Rufgate zu betreten. Und dann, komm, wir springen mal kurz in die Heimat. Und das können wir ruhig mal machen. Und dann holen wir uns diese versengende Glut. Oder gibt es vielleicht noch was Besseres als versengende Glut? Ah, der macht genau das gleiche, oder? Seht ihr das hier? Der macht genau dasselbe und kann sogar noch ein bisschen was mehr. Doppelläufige Pistole. Ist aber schwächer. Ne, das war die ja, die doppelläufige Pistole, oder? Die wir ja vorher schon hatten. Genau, doppelläufige Pistole ist das, was wir vorher hatten. So, ich gebe hier mal was mit Feuer ein. So, und dann haben wir, das kennen wir ja schon, die versengende Glut. Dann haben wir aber hier teufelsberührte Munition. Ja, macht 5 bis 7 Feuerschaden und 30% Feuerschaden. Besser. Die ist besser. Wir gucken aber trotzdem mal weiter. Also die teufelsberührte Munition ist besser. Was haben wir denn noch, was wir auf einer Waffe drauf machen können? Aber das war's, ne? Das ist für Schilde, Ringe. Hier sind nochmal Waffen, aber da ist Giftschaden mit drauf. Und hier ist Kälteschaden mit drauf. Also die teufelsberührte Munition ist besser. Und dann packen wir die auch gleich nochmal mit drauf. Munition sowieso, ne? Und das ist ja leer. Da könnten wir auch nochmal, wir behalten mal diese seltene Einhandwaffe. So, dann packen wir mal hier auch nochmal die teufelsberührte Munition mit drauf. Jetzt haben wir sogar 170 mehr an Schaden, die wir hier verursachen können. Ich kann hier nochmal mit durchschauen, ob wir hier irgendwas Besonderes mit drin haben. Glaube ich aber nicht. Ich kann nochmal gucken, ob wir... Ah, hier hatten wir schon ein paar Waffen abgelegt, ne? Der Eidbrecher. Leute, der Eidbrecher. Ist eine Zweier-Set-Geschichte. Beschützer des Eidbrechers. Das weiß ich gar nicht, was das ist. Die Waffe könnten wir auch tragen. Die ist aber... schon fast schwächer. Die bringt uns nur was, wenn wir mehrere Sachen mit Marodeur haben. Das würde mich interessieren. Aber die können wir erst ab Stufe 58 anlegen. Das, ja, diese Waffe hier, Andros Verstärker, Feuerschaden und Kälteschaden. Und Fähigkeiten, also das ist für den Inquisitor geeignet und die hat eine passive Fähigkeit, nämlich Feuerregen. Da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich schon drauf. Wir werden jetzt wirklich hier mal diesen... wir werden den Eidbrecher nehmen und dann werden wir das austauschen. Das ist jetzt zwar eine kleine Fehlinvestition, macht aber nichts. Und dann packen wir da auch nochmal die teufelsberührte Munition mit drauf. Ja. Und damit wir nicht in Versuchung geführt werden, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel Schaden wir vorher gemacht haben. Jetzt machen wir jedenfalls pro Sekunde 7752 an Schaden. Dämonenatem durch Gegenstand. Ja, kann man machen. Ich lasse das mal. Ja? Na komm, wir verkaufen das mal hier gleich. Was ist denn das hier? Okay, die lassen wir jetzt weg. Die verkaufen wir auch. Jacke des Herolds. Ach, lass mal hier einfach mal drinnen liegen. So, das verkaufen wir. Mächtige Tugend des Feuers. Ich überlege, ob das was für einen anderen Charakter wäre. Nur mal so. Aber ja, okay, die lasse ich jetzt drin. Das stört nicht.
Wir haben ausreichend großes Inventar. So, okay. Haben wir uns lang genug aufgehalten? Springen wir zurück? Oh, so weit oben schon. Mit ein bisschen mehr Schaden jetzt, ne? Etwas mehr Schaden. Nur der Vollständigkeit. Punkte sammeln, nur um Punkte zu sammeln. Ja, es wird mehr Schaden machen. Wir sind einfach eine Zehntelsekunde schneller fertig. Also so sieht man natürlich keinen Unterschied. Ah. Okay, wandern wir mal hier hoch. Ein Blutvergießer. Irgendwie eine Kiste. Hier ist irgendwas versteckt. Überragendes. Ach, 3000 weniger an Schaden. Okay. Den jetzt ziemlich weggeschleppt. Das wird die Kanisterbombe gewesen sein. Wir haben ja, wir können ja automatisch eine Kanisterbombe werfen. So, was haben wir denn hier? Ein Äther verformtes Totem. Schauen wir doch mal, wie stark dort die Gegner sind. Okay. Dann laufen wir mal einfach hier runter. Ich glaube, wir können hier rechts um die Ecke rum. Hier. Oh. Stunches Siegel der Bindung. Okay, nehmen wir mit. Hier waren wir schon. Ich würde mal sehen. Hm. Naja. So, was ist das? Nehmen wir mit. Brauchen wir Stufe 50. Schauen wir uns später mit an. Wir sind jetzt auf Stufe 49. Sehr schön, sehr schön. So, und wir bleiben dabei. Hier. Ja. Mehr Defensive. Sehr schön. Wir haben hier ein Grufteingang. So, ein Grufteingang. Und ja, wir sind hier schon relativ gut vorangekommen. Ihr seht schon, wie, ja, ist schon ein relativ verzweigter Bereich. Ziemlich groß. Und was sich in der Gruft verbirgt, das sehen wir dann. Ihr wisst,